In dieser riesigen Lagerhalle im belgischen Tournai warten sie. Auf die Verschrottung oder doch noch ihren Einsatz. Gebrauchte Militärfahrzeuge, darunter Dutzende Leopard 1 Panzer aus deutscher Produktion, Vorgänger des Leopard 2. Yes, we bought this approximately 8 years ago in the market. They are available over here, but we cannot use them as is, of course. We need a full retrofit. We have to look at the fire control system. So we really have to make them, bring them back to track, so before we can use them in any kind of battlefield. Das Geschäftsmodell: Versloys kauft mit seiner Firma ausrangierte Militärausrüstung in der Hoffnung, dass jemand sie in Zukunft haben will. Durch den Ukraine-Krieg winkt Waffenhändlern wie ihm ein fettes Extrageschäft. I just got recently a call from the Ukraine government, so so there's a lot of interest, but that's because the German government gave export licenses, and until today that was not the case. But there's also the UK government, we're talking to the Swedish government, so there's a lot of governments interested, but we'll have to see what happens now. Mit der belgischen Verteidigungsministerin Ludivine de Dondé lieferte sich Versloys einen öffentlichen Streit über die mögliche Lieferung von Panzern in die Ukraine. Denn Belgien hat die Lieferung eigener Kampfpanzer dorthin bisher abgelehnt. Vor allem aus einem Grund: Es hat gar keine eigenen mehr. Die letzten 50 Panzer hat die Armee vor 5 Jahren ausrangiert und verkauft. An Versloys Unternehmen. Diese belgischen Panzer wurden zu einem Preis von 10.000 bis 15.000 Euro pro Stück verkauft, da sie nicht mehr funktionstüchtig waren. Nichts hindert uns daran, sie zurückzukaufen, aber sie sind nicht einsatzfähig und wir werden sie auch nicht zu unangemessenen Preisen zurückkaufen. Im Moment gibt es belgische Unternehmen, die eine unangemessene Gewinnspanne erzielen. Zu welchem Preis würden sie weiterverkauft werden? Vor einigen Monaten haben sie uns einen Rückverkaufspreis von 500.000 Euro pro Stück für ein Gefährt genannt, das in einem Lagerhaus gelagert wird und das mit wenig Arbeit wieder einsatzfähig wäre. Mit anderen Worten, die Wette von Versloys, altes Kriegsgerät billig aufzukaufen und mit großem Gewinn wieder abzugeben, könnte aufgehen. Auch wenn die Fahrzeuge zum Teil erst wieder instand gesetzt werden müssen. Denn im Ukraine-Krieg zählt jeder Tag und jeder einzelne Panzer.